das Wandern ist es. Und so weiter. Ja. Tag schön. Steffen? Ja? Wo sind wir? Verrate ich nicht. Im Wald. Basti? Ach, da ist er. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn eigentlich? Ich folge euch nur. Herzlich willkommen in der Sächsischen Schweiz. Ich hoffe, ich habe keinen Tropfen auf der Nase. Es ist nämlich schon ganz schön kalt. Und es schneit ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Und wir starten gerade mit unserer Wanderung Richtung Bofe. Die eine Bofe. Wie wird heute unsere sein? Mit am Start Basti. Basti und der Steffen. Der Steffen. Hi ho. Also kommt mit. Wie immer, wenn ihr Lust habt. Zieht euch was Warmes an. Zieht euch warm an. Bis gleich. Nee, bis gleich sagt man nicht. Kommt mit. Wir sind im Grunewald, wa? Wenn wir ehrlich sind. Sind wir nicht. So, wir haben die erste Pause gemacht. Wir mussten die erste Pause machen, weil uns all tierisch warm war. Außer Steffen. Steffen wusste, was er anzieht. Der erfahrene Elbi. Ja, und Basti und ich, wir mussten erstmal unsere langen Männer ausziehen und die Jacke ausziehen, weil wir waren einmal schon durch. Verdammt. Obwohl wir, ich glaube, wir haben ein Grad. Jedenfalls stand es auf dem Thermometer in meinem Auto. Und hier wird gerade geplant. Zwischendurch mal melden. Wir sind immer noch auf dem Weg zu unserer Bofe, zu unserem Übernachtungsplatz. Wir sind jetzt ungefähr seit 2,5 Stunden unterwegs. Es ist wunderschön hier. Man hört nichts außer die Vögel. Echt. Also wirklich Wahnsinn. Und ab und zu hört man noch die da ein bisschen lachen und quatschen und ja. Ich muss jetzt ausmachen, weil ich muss jetzt atmen. So, wir fangen wieder mit so an. Wir laufen gerade den Winterberg hoch, den kleinen Winterberg. Wir haben jetzt ungefähr schon 5000 Stufen hinter uns und ich glaube vor uns haben wir auch noch 7000. Jetzt wird es ein bisschen matschig. Wie geht's euch, Jungs? Ja, geht noch. Geht noch? Geht noch? Wer hat da geht noch gesagt? Das
Soll ich sagen, geht nicht mehr? Barfußfahrt. Eieiei. So, schaut euch die Aussicht an. Von hier aus kann man die Bogen sehen. Von hier vorne müsst ihr mal die sehen können. Wir sind jetzt auf den Affensteinen. Es wird langsam dunkel und wir müssten eigentlich bald unsere Bofe erreichen. Hoffentlich. Aber die Aussicht ist genial. Guten Morgen. Die anderen schlafen noch. Knusprig mögt ihr dann euren Speck?
Ja, wie so ein Chips. Wie so eine Chips. Speckchips. Wir waren gestern an unserer Bofe und stellten fest, dass Basti einen Knall hat. Die Bofe war schon besetzt, aber wir haben uns einfach zwischen die alle gelegt, die hier waren. Nee, ein bisschen Platz war noch da. Wir kamen im Dunkeln an, deswegen war mit Filmen gestern schlecht und auch durch die anderen haben wir die Kamera nicht mehr so angeschmissen. Ja, jetzt haben wir es 10 Uhr, glaube ich. Haben wir 10 Uhr? 10? Ist 10? Ich weiß nicht, ist 10 Uhr? Halb 11. Es schneit, ich flipp aus, ey. Halb 11, es ist halb 11. Die anderen sind weg. Wir sind jetzt alleine noch in der Bofe, brutzelt uns noch ein bisschen Speck, der sehr gut tut. So, Temperatur haben wir um den Gefrierpunkt. Ich würde sagen minus 5 Grad. Nein, es sind nur minus 2. So, wir braten dann mal weiter. The best Bacon-Brater in town. Willkommen in hier, mitten aus der Natur. Ach, das war ein anderer. Das darf ich ja gar nicht sagen. So, für ein Multitool alles gut ist. Selbst als Pfannwender macht es eine gute Figur. Sag mir, wofür es nicht gut ist. Ja, ich weiß auch nicht. Wir sind jetzt beim Abstieg von dem Carola-Felsen und stehen jetzt vor der Hölle. Vor der wilden Hölle. Die wilde Hölle, eine schwierige Angelegenheit. Ich bin sie schon zweimal gegangen und habe sie überlebt. Steffen kennt sie auch. Ist aber schon Steffen, 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 da ist er. Aber Steffen war da noch. So. Nein. So. 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 Hallo, Steffen. Steffen, hallo Steffen. Das ist doch selber zu einfach. Hast du vergessen. Das ist doch echt zu einfach. Ja. Ja, wir beginnen jetzt mit der wilden Hölle. Mal gucken, wer von uns dreien zurückbleiben wird. Es wird spannend. Euch. Yeah.
So. Die wilde Hölle, wir haben sie alle überlebt. Zack! Da sind wir wieder auf dem 1A Wanderweg. Da geht's zur Hölle. Genau, da kam er her. Und jetzt geht's auf dem Malerweg weiter. Ein bisschen komfortabler. Ja. Ein sehr anspruchsvoller Weg gewesen, die wilde Hölle. Sehr kniefreundlich, aber sehr schön. Wir befinden uns jetzt in den Spitzsteinschlüchten. Die Zivilisation hat uns wieder. Juhu. Wir haben auch schon ein Auto gehört. Das ist so schön. Das ist so schön, dieses Motorgeräusch. Viel schöner als das Vogelzwitschern. Ja, wir sind jetzt an der Neumannmühle rausgekommen, haben die Spitzsteinschlüchte hinter uns gelassen. Und jetzt wartet gleich ein leckeres Steak auf uns. Nee, das schmeckt nicht so gut, wie Steffen sagt. Der hat uns ganz, ganz viel versprochen. Ja. Hier haben wir jetzt auch 3 Tage nichts gegessen. Genau. Ja, damit ist unsere Tour auch zu Ende. Wir werden jetzt noch was futtern. Haben uns auch mehr als verdient, würde ich mal sagen. War sehr geil. Ab und zu mal ein bisschen kälter, dann wieder wärmer. Auf jeden Fall ist schon ordentlich Gewicht, was man mitschleppt im Winter. Das macht mir echt ein bisschen zu schaffen. Bestimmt, ich muss hier mal wiegen zu Hause. Ich denke mal 15, 20 Kilo waren das bestimmt, die ich hierbei hatte. Wir werden sehen. Unser Steak! Ich kann unser Steak schon riechen! Ah, ich krieg mit einmal so viel Kraft in den Beinen! Ach, da war wieder so ein komisches Tier! Wie heißen diese Tiere, die hier so schnell fahren? Kraftelch! Kraftelch! So, wir sind jetzt wirklich am Ende. Wir gehen jetzt noch was essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Die beiden machen schon Druck, haben Hunger, die Magen knurren. Ich höre sie bis hier. Und ich habe wahrscheinlich wieder einen Tropfen an der Nase. Da hinten stehen sie schon bereit. Ja, wir essen jetzt was. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.